Genossinnen, ich bin Charlotte, ich bin Hebamme aus München und organisiert in der revolutionären internationalistischen Organisation RIO. Aktuell blickt die Welt auf Deutschland als gutes Beispiel im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Doch auch hier zahlen ArbeiterInnen für die Krise. 770.000 Betriebe befinden sich in Kurzarbeit. Die Zahl der Arbeitslosen wird auf über 3 Millionen steigen. Währenddessen erhalten Konzerne hunderte Milliarden von Euro in Form von Rettungspaketen und Subventionen. Und das natürlich aus der Tasche von uns ArbeiterInnen. Zudem plant das deutsche Kapital weitere Angriffe auf die ArbeiterInnen Südeuropas, wie damals in Griechenland mit dem Spardiktat der Troika. Doch die ArbeiterInnenklasse in Deutschland hat kein Interesse daran, dass unsere Klassengeschwister in Italien für die Krise der KapitalistInnen zahlen sollen. Mit der Krise wird versucht, unsere Klasse weiter zu spalten und miteinander in Konkurrenz zu bringen. In Hamburg wurde ein Camp von Geflüchteten geräumt. Die rassistischen Kontrollen durch die Polizei nehmen täglich zu. Die häusliche Gewalt gegen Frauen ist angestiegen. Und zudem wird die Last durch die Kita- und Schulschließungen in die Hausarbeit auf Frauen abgewälzt. Doch gerade die Frauen der ArbeiterInnenklasse stehen auch an vorderster Front im Kampf gegen die Pandemie. Ich spreche für die ArbeiterInnen im Krankenhaus. Mangel an Personal, Schutzkleidung und an Betten bestimmen unseren Alltag. Deshalb müssen wir für die Verstaatlichung des gesamten Gesundheitssystems unter ArbeiterInnenkontrolle kämpfen. Wir wollen verhindern, dass wir ArbeiterInnen für die Krise zahlen, während KapitalistInnen weiterhin Profite machen können. Aktuell streiken hunderte ArbeiterInnen des Metallbetriebs Voith in Bayern gegen die Schließung ihres Werkes, obwohl es noch Gewinne macht. Stattdessen schlagen wir vor, dass alle Betriebe, die geschlossen werden sollen, unter der Kontrolle der Beschäftigten entschädigungslos verstaatlicht werden müssen. Kämpfe wie bei Voith zeigen uns eine Perspektive der internationalen ArbeiterInnenklasse aus der Krise heraus. Unsere Forderungen müssen wir auch gegen die Gewerkschaftsbürokratie durchsetzen. Denn sie stellt sich gemeinsam mit den reformistischen Parteien, der SPD und der Linkspartei, hinter die nationale Einheit. Und das gemeinsam mit den Bossen. Wir bauen mit unserer Zeitung Klasse gegen Klasse eine unabhängige Stimme unserer Klasse auf. Wir bilden KGK-Netzwerke, um ArbeiterInnen, Jugendliche, Frauen und MigrantInnen zu organisieren. Wir laden alle ein, mit einem Notfallprogramm gegen die Pandemie und den Kapitalismus Teil dieses Kampfes zu sein. Damit nicht wir, sondern die KapitalistInnen für diese Krise zahlen. Das ist ein erster Schritt für eine reale Kraft der ArbeiterInnenklasse hin zu einer revolutionären Partei, die im Land von Marx, Engels, Liebknecht und Luxemburg für den Sozialismus kämpft. Es lebe der 1. Mai, hoch die internationale Solidarität.